Hey Sojakekse, was geht ab? Erste Frage. Short Hair Soja. It's a concept. Do you like it? Do you not like it? I'm not sure. Back to the normal Soja. Huh. Diese Art von Video haben schon einige YouTuber gemacht. Allerdings ist es natürlich jedes Mal ein bisschen anders, weil die Zuschauerschaft immer andere Tattoos hat. Und darum wird es heute auch gehen. Tiddly Tiddly Tattoos. Nein, Soja, einfach nein. Den streichen wir aus der Liste. Jedenfalls, ich habe euch gebeten, auf Instagram und auf Twitter mir Fotos von euren Tattoos zu schicken, wenn ihr es in Ordnung findet, dass ich euch heute ein bisschen roaste. Disclaimer, das ist alles nur zum Spaß. Ich habe euch alle lieb. Eure Tattoos sind sicher mega cool. Ich habe mir die ganzen Fotos noch nicht angeguckt, das werde ich gleich machen. Das soll ein bisschen ehrlich sein, so die Reaction. Ich habe selber auch einige richtig dumme, richtig schlechte Tattoos. Von mir aus schreibt es mir gerne in die Kommentare, falls ihr Bock habt auf ein meine Subscriber roasten, meine Tattoos Folge, dann liebend gerne. Und for the record, ich sehe nicht so aus gerade, aber wenn ihr du mit der Nase meinen Kanal schon länger verfolgt, wisst ihr, dass ich mich sehr für Tattoos interessiere. Ich habe ein paar selber, aber noch nicht so krass viele, aber ich glaube, ich kann schon halbwegs ein bisschen was dazu sagen. Ich habe übrigens meinen Sojakeks-Design versucht wieder aufzuhängen hier in meiner Wohnung. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, wie ich das mit dem Hintergrund handhaben werde, aber höchstwahrscheinlich wird es erstmal so bleiben. Ich weiß nicht, ihr könnt mir gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das findet, so mit meinen Fenstern im Hintergrund und ein Pikachu-Meme. Meme-Star, Meme-Queen, haha, so relatable. Ja, mein Make-up ist heute auch so ein bisschen Papageien-Style, aber... So machen Papageien nicht. Böse Soja. Böse. Ohne viel rumzuschwafeln. Wie gesagt, schreibt mir in die Kommentare, was haltet ihr von meinem Hintergrund? Was habt ihr so für Ideen? Fangen wir gleich an. Fangen wir an auf Instagram. Oh, Jesus Christus. Ich muss mich dran gewöhnen, dass ich jetzt sehr viel Haut sehen werde. Ich dachte erst, das ist ein Dickpic. Ich meine, sorry, aber... I thought it was a dick. A weird dick, but a dick. What in the fuck soll das sein? Sieht ein bisschen aus wie ein Mensch, der so macht. So, selbst gestochen, meine Kinder. Don't stech yourself a tattoo. It's a very dumb idea. Was kann ich dazu sagen? Also, es ist mega nicht gut ausgemalt halt. Ich meine, wenn du das haben willst noch länger, dann solltest du vielleicht zu einem Professional Tattoo Artist gehen und das ausmalen lassen. 10 out of 10 would not recommend sich selbst Tattoos stechen, ansonsten landet ihr bei sowas. Thank you. Next. Silhouette steht in Bergen, die ein bisschen aussehen wie Zuckerwatte, also so ein bisschen arg unförmig. Irgendwie gehen in so alle Richtungen. Auf jeden Fall, der Typ, der da so chillt mit seinem Gewehr. Is this fucking USA Tennessee? Dieses Bild jodelt mich an, wisst ihr? Sollte aufhören, das zu versuchen. Ich würde, glaube ich, mich darauf beschränken, dass ein Tattoo pro Person. Okay, das hier sind zwei Tattoos. Ich bin mir nicht sicher, ob sie von derselben Person sind oder ob es so Matching-Tattoos sind. Ein kleines Gebirge und ein paar Tannen, die unproportional auf allen Seiten, also Höhen, gleich lang sind. Frage, hast du einen Tumblr-Account? Ja? Thought so. Aber es sieht gut aus, mehr kann ich nicht dazu sagen, aber bitch, you're basic. Habe ich nicht sogar selber so ein Tattoo eigentlich? Okay, es ist eine Eule, die mich sehr angepisst anschaut. Es ist so ein bisschen so. Mit einer Honigwabe auf dem Bauch. Tier-Mash-up. Ist das eine Honigeule? So eine Eule, die fliegt dann so zu ihrem Nest und spuckt da irgendwie so ein bisschen auf Pflanzen und plötzlich kommt da irgendwie so eine süße Flüssigkeit raus. Eulenhonig. Ew. Das klingt widerlich. Ist das ein Arm oder ist das ein Bein? Das ist ein Arm, oder? Diese Kuhle irritiert mich. Das hier ist, da steht the unloved hate our guns. Ist das ein Stickenpock? Weil es sieht aus wie ein Stickenpock. Oder als hätte das jemand gestochen, der wirklich gar keine Ahnung hat. Wie ich zum Beispiel. Weil the lines are shaky as shit. Hatte dein Tätowierer irgendwie einen epileptischen Anfall und hat so gemacht? Sieht ein bisschen so aus. Und das Messer hat so Riffel. Das sieht aus wie ein Brotmesser. Ist sehr geil. Also, ja, also tote Menschen, die Brot schneiden. Ist mein Aesthetic. Mann, ich kann das gar nicht, ich will nicht so fies sein, weil teilweise, ohne Witz, am liebsten würde ich teilweise einfach gute Dinge darüber sagen, weil teilweise sind die schon echt cool und ich kann eigentlich gar nicht so viel Böses sagen, so, ne, aber
I'm here to roast. I'm here to fucking bake your tattoos. Oho, wir haben hier ein traditional Tattoo. Traditional Tattoo oder auch the most unoriginal shit everybody has Tattoo. Wie zum Beispiel ein Schiff auf Wellen mit einer traditional Rose. Von diesen traditional Rosen habe ich 4 mit Vögeln, wie ich sie in der 2. Klasse gezeichnet habe, im Hintergrund. Mhm. Okay, wir haben hier die Queen of Basicness und zwar ist das ein Infinity Sign, wo in schnörkeliger Schrift steht Ohana, because Ohana means Gang Rape. Es könnte aber auch einfach, also das N sieht ein bisschen aus, als wäre es auch ein A und dann steht da einfach Oha. Und zwar, das ist auf einem Bein und das ist eine Hand mit langen schwarzen Nägeln, die eine Erdkugel hält. Und ringsrum sind die Planeten und irgendwie gehen ein paar Striche runter auf das Handgelenk. Die Proportionen sind erstmal komplett falsch. Und drunter steht, why? Why? Einfach why? Warum? Warum? Ich glaube, das zammt das Ganze schon ab. Aha, next one. So, das nächste ist, das ein Pokémon mit einer Zeitung im Mund? Ich glaube, das Bild reicht, das roastet sich selbst irgendwie, ne? Vor allem, das sind 2 verschiedene Leute, das ist ein Partner-Tattoo. Also ihr wolltet irgendwie euch denken, was repräsentiert unsere Freundschaft oder unsere Beziehung am allerbesten? Und habt dann das genommen. Alles klar. Okay, next one. Wir haben hier ein Pizza-Tattoo, dessen Rand erstmal aussieht, als hättest du etwas sehr Ungesundes im Klo hinterlassen. Pizza mit ich glaube, es soll Salami sein, aber dadurch, dass es so 3D aussieht, sieht es schon eher aus, als hättest du da irgendwie so rote M&Ms drauf. Käse schmilzt so. Love it. Wir lieben die random Nachrichten mit, hey, kriege ich ein Bild von deinen Füßen? Wow. Hello, bitch. Ich glaube, das war's für Instagram erstmal. Dann gehen wir mal auf Twitter. Oh, wir haben ein fucking Naruto-Tattoo. Naruto-Tutu. Ich muss sagen, don't kill me. Ich habe Naruto nie wirklich viel geguckt oder verfolgt tatsächlich. Auf jeden Fall, die eine Seite scheint, als wäre sie böse. Und die andere Seite scheint, als wäre sie fucking böse und fucking enraged. Und es sieht ein bisschen aus, als hätte der so eine Schnauze, so ein Hier ist es Snoot. Das Snoot. Do you see the Snoot? Und das Zeichen sieht ein bisschen aus wie so eine Ente auf dem Stirnband. It's a duck. Oh, was ist das? Also erstens ist es Cultural Appropriation auf jedem Level, dieses Foto, weil Blackface, weil Indianer irgendwas. War das gerade Cultural Appropriation, dass ich Indianer irgendwas gesagt habe? Auf jeden Fall hält das Ding einen Apfel, glaube ich. Auch wenn es sehr aussieht wie ein Butthole, muss ich sagen, auf diesem Apfel. Auf der anderen Seite ist ein Gürteltier, glaube ich. Das ist ein Gürteltier. Die Augen sind auch wunderschön, einfach so rund so. Weißt du, eigentlich ist das ein Porträt von mir mit Blackface und einem Gürteltier. Wir lieben ein Script-Tattoo auf Latein, falls ihr es nicht wüsstet. Ich habe das Latinum aus der Schule. Da steht Manus Manum Lavat. Das bedeutet, die eine Hand wäscht die andere. Und du hast da irgendwie eine kleine Wunde. Kleb da mal lieber ein Pflaster drauf. Da steht aber nur Manus Manu Lavat irgendwie. Da steht da so meine Hände waschen. Den Manuel. Ist scheiße, mehr kann ich nicht dazu sagen. Okay, Trigger Warning für Leute, die sehr mit selbstverletzendem Verhalten zu kämpfen haben. Hier sieht man einige Selbstverletzungen. So, was nehme ich denn davon? Da sind einige, die echt scheiße sind. Ist das ein Geist, der Skateboard fährt? Oder ist es gerade ein unförmiges Küken, was aus einem Ei schlüpft? Ich bin mir nicht sicher. Und drunter steht Hi. Wahrscheinlich ist es dann das komische Küken, was dann rauskommt so. Hi. Sieht sehr gestickenpoked aus. Ich weiß for a fact, dass es gestickenpoked ist. Ich weiß auch, auf wem das drauf ist. Sam, looking at you. Don't fucking tattoo yourself. Alter, ist das wirklich ein Küken? Oh mein Gott, seht ihr dieses Lachen? Das sieht auch aus wie ein Schnabel. It's a fucking Küken. That schlüpft aus a weird looking eye. Saying hi. Und ich glaube, das war's auch erstmal. Sorry, wenn dein Tattoo nicht mit dabei war. Ich habe echt viele gekriegt. Hätte ich echt nicht erwartet. Ihr wisst, das war alles just for fun. Okay, ein paar Kritikpunkte waren wahrscheinlich real gemeint. Ihr wisst aber nie welche. Ich selber habe auch echt Shit-Tattoos. Ich bin niemand, der andere judgen darf dafür, wie die Tattoos aussehen. Und wirklich, ich habe es zwischendrin, glaube ich, auch mal gesagt. Ein paar Tattoos sahen auch einfach echt gut aus, wo ich einfach echt voll gerne was Gutes gesagt hätte. Aber hey, I'm doing this for comedy. Yes, what I'm doing is comedy. In case you didn't notice. Auf jeden Fall, danke fürs Einsenden eurer Tattoos. Danke, dass ich sie roasten, baken,
kurz anberaten durfte. Da würde ich mal sagen, falls euch Tattoo-Videos interessieren, lasst ein Like da. Lasst ein Like da, wenn ihr mich toll findet. Lasst ein Like da, wenn ihr mich nicht toll findet. Lasst ein Like da, wenn ihr euch toll findet. Yes! The Self-Love. Nein, ich will nur Likes. Lasst ein Like da. Und dann würde ich sagen, ich hoffe, wir sehen uns nächste Woche wieder. Bis dahin, bye-bye!